Alter, was geht ab, Leute, Junge? Ihr seht sich, die machen gerade Pause, checken das Videomaterial, aber dort haben die gerade ein, ich glaube, türkisches Musikvideo gedreht. Also ich bin da vorbeigekommen und da habe ich die Musik gehört und dann der Typ, der die Kamera so geschwenkt hat und der eine, der halt dann Lip-Sync gemacht hat auf dem Beat, auf den Song. Weiterhin die Tour abchecken, ist geplant, gerade hier. Das natürlich, bester Blick auf die Wiesen, Oktoberfest. Muss natürlich sein, dass das ein Stop ist auf meiner Tour. Muss ich natürlich nochmal überprüfen, weil... Oh, ich weiß nicht, wann ihr dieses Video hier seht, weil normalerweise mache ich ja Daily Vlog, aber heute für den Dienstag lade ich nochmal ein Video bezüglich Mois hoch, weil ihr wisst Bescheid, hat sich immer noch nicht gemeldet und versucht da echt jede Woche jetzt am Ball zu bleiben. Ich hoffe, es langweilt euch nicht, aber es geht ums Prinzip, Tati hat es verdient und er kann das Geld auch gut gebrauchen, deswegen... Und ich habe ihn halt sozusagen da reingeritten, das war ja mein Vorschlag, ich habe das von Mois gesehen, ich dachte, Mois Ergelmann löst das dann sofort auf und sowas. Habe ich mich getäuscht, deswegen, ich bin hartnäckig, ich bin richtig trotzig, also deswegen mal, dann habe ich immer so Bock, es den Leuten zu beweisen und erst recht dann zu machen. Deswegen, am Anfang habe ich noch gesagt, boah, ja, wir wollen ihn nicht belästigen, wir wollen nicht spammen und sowas. Mittlerweile ist mir das so vollkommen egal. Ich wäre bereit, jedes Video zu spammen, kommentieren, jeden Post, jedes Story einfach, yo, was der mit der McFlurry Challenge. Deswegen jede Woche jetzt eine Ansage, ein Hilferuf an irgendjemanden, der möglicherweise helfen kann. Zum Beispiel jetzt gestern oder wann auch immer das Video kommt. ABK, der hat mal ein Video von uns kommentiert, als wir auf ihn reagiert haben. Also vielleicht haben wir da eine Chance, dass er das sieht. Ken Mois auch und so weiter. Mark Gebauer, Matthias von Zack Plus. Irgendjemand, bis jemand uns antwortet und uns hilft und Mois endlich antwortet und darauf reagiert und Tati sein iPhone hat. Falls das verdient hat, falls nicht, dann haben wir hoffentlich irgendjemand anderem geholfen, der vor uns da war, aber auch Probleme hatte, Mois zu erreichen, was weiß ich. Habt ihr das gesehen? Die ganzen Wände waren rot. Ich glaube, die üben, ich weiß jetzt nicht, wie der Beruf heißt, Dexter-mäßig. Nice sharp slices through the body, no splashes, no drips. Spurensicherung, wie ist das? Ich glaube, die haben das geübt, haben Fotos gemacht vom Eingang und überall die Blutspritzer und sowas. Oder es ist irgendwie so ein Spiel, aber ich glaube, das waren echt so Lehrlinge. Auf jeden Fall ergibt sich jetzt spontan ein Turntest. Meine Freunde haben sich gemeldet für die Woche, weil ich wollte ja noch die Turn testen, bevor am Wochenende meine erste Kundin das tatsächlich spielt. Und die meinten, ja, heute können wir das spontan testen. Deswegen gehen wir jetzt eine Tour testen. Juhu! Ciao. Oh, Alter, was geht ab, Leute, Junge? Ich wurde gerade unterbrochen, während ich die Story gepostet habe. Ja, gestern die Tour noch getestet. Es war kalt, es war dunkel. Die Leute waren in Eile, also meine Freunde. Feedback jetzt nicht ganz so erwartet, nicht so, wie ich es gehofft hatte. Bisschen negativer als beim ersten Mal. Und boah, ich weiß nicht, also mein Kopf qualmt. Ich weiß nicht, wie die Leute das machen, die Produkte erstellen, wie sie dann selbstsicher hinter ihrem Produkt stehen können. Direkt, ich habe so direkt erste so, es kommt alles in den Schrank, nicht so, boah, richtig unsicher jetzt, boah, ist die Tour gut genug, sind die Punkte gut genug, sind die Rätsel gut genug, sollte es kürzer, länger sein, ist die Zielgruppe richtig, was, wenn ich das kürzer mache und dafür schwerere Rätsel, ist die Dauer okay, länger, kürzer, was ist gut und so weiter und so fort. Und dein Kopf kommt, dann sagen Leute, hey, oder die es getestet haben, ja, mach's kürzer, dafür die Rätsel schwieriger. Und dann sagen andere, ja, Rätsel sollten nicht so schwer sein. Und wenn du es kürzer machst, ist es ja von Punkt A zu B zu C zu D. Und wenn ein Punkt wegfällt, dann macht es zum Beispiel von A zu C manchmal dann keinen Sinn mehr und sowas. Und wenn du einfach früh aufhörst, dann endest du ja nicht da, wo ein cooler Ort ist und so. So viele Fragen, so viele Sachen, die einem dann durch den Kopf schwirren. Und jetzt ist man total unsicher. Die Sache ist halt auch, du kannst halt nicht jedes Mal, nachdem jemand getestet hat, es wieder komplett ändern, weil die ersten fanden das und das gut, die zweiten fanden das und das gut, aber dafür das schlecht und so weiter und so fort. Leiden, Leute, leiden. Ich gehe jetzt erstmal richtig saftig Hähnchen essen, um runterzukommen. Danke übrigens für das Feedback auf meine Tourenvideos und
auf die Sache mit Tati und Mois und wir haben jetzt ABK angeschrieben. Viele in den Kommentaren, yo, das Support und sowas, also vielen Dank. Apropos Tati, den geht's momentan nicht so gut. Und nee, das hat nichts mit Mois zu tun. Ich denke mal wegen seinen Schmerzen. Wir haben nämlich die nächste Box von Kogo bekommen. Danke für den Support, dass ihr das gekauft habt. Vielen Dank, dass wir dadurch noch eine Box bekommen haben. Und ich habe gesagt, ja, Tati, du kannst für diesen Monat die Produkte aussuchen, weil ist ja sein Ding. Hat er nicht gemacht. Also ich nehme an, seine Schmerzen sind so hart. Hey, wenn die so hart sind, dass er nicht mal Kogo aussucht, dann weiß ich nicht. Weil eigentlich hätten wir uns heute getroffen, aber hat er leider abgesagt. Deswegen, ich hoffe, gute Besserung an Tati. So, bevor ich den Gang hier den Weg drehe, ich habe Instagram-Story gemacht, aber habe ich das im Video gesagt? Ich könnte mir jetzt schicken, saftig, weil ich habe in letzter Zeit das öfters auf Instagram gesehen, also Instagram-Werbung bei denen läuft, hat funktioniert. Ich habe eine Freundin in Frankfurt, die ist sowas auch öfters, immer dieses Chicken, da habe ich richtig Bock bekommen. Ja, und gestern beim Testen ist mir halt eingefallen, okay, meine Tour fokussiert sich nicht so hart auf krasse Rätsel und du machst jetzt so irgendeinen Raub-Kunstdiebstahl. Hat er gefühlt jede zweite so City-Tour ist irgendein Kunstdiebstahl, glaub. Langweilt böser. Deswegen will ich ja eher auf coole Locations und sowas gehen. Auch so dieses ganze Instagram-Influencer-Zeugs, coole Fotos machen und so, die Locations zeigen. Und da gehört eigentlich auch coole Hipster-Restaurants dazu. Also nicht nur coole Orte, wo man Fotos machen kann, sondern auch natürlich Lokale, die man mit in die Tour integrieren kann. Und die sind eigentlich perfekt, richtig so ein bisschen versteckt, passen für die Tour, bisschen so Hipster auf Instagram unterwegs und sowas. Eigentlich richtig perfekt, deswegen mal testen. Und die müssen dann natürlich zahlen, also die zahlen an mich, dass sie auf der Tour mit dabei sein dürfen. Und ich sozusagen die Werbung mache, die Kunden, die dann vorbeikommen, ist ja dann Werbung. Deswegen monatlicher Beitrag, was weiß ich wie viel. Und so kann ich auch Geld machen. So, einen Pennerplatz gefunden, wo wir ein bisschen was essen können. Bin gespannt drauf. So, ihr habt es auch gar nicht gesehen. Hier, so sieht es aus. Fried Chicken, Shibuya-Style, Tokyo Street Food mäßig angelehnt. Hipsterladen. Also saftig ist es. Hipster Geschmack, aber saftig. Ingwer, Limette, Mayo. Ja, genau solche Läden muss man auf den Touren mit innen inkludieren. Ja, die gehen ein bisschen rum. Essen so Hipsterläden, machen hier und da Fotos für Instagram. Könnte was werden. Aber war lecker. Teuer, aber lecker. Mal hier. Pickle, Cucumber, irgendwas. Sieht auch saftig aus. Ja, ich habe auch extra Reis noch bestellt, natürlich, muss sein. Asiat halt. Kann man eigentlich auch perfekt mit dem Ding essen. Hier ein bisschen Cucumber. Ein bisschen Reis. Oh ja. Und natürlich, boah. Sehr schick kann ich nicht halten. Miso-Suppe. Schön warm, jetzt perfekt für das Wetter. Auch hier ein bisschen Reis. Kombinierbar. Boah, saftig, Mann, saftig.
Klasse habe ich verdient. Momentan echt so viel, was einem durch den Kopf geht. Letztens auch habe ich ja wegen Among Us gefragt. Da hat sich jetzt eine gute Gruppe gebildet. Viele sind reingekommen. Und die wollen, glaube ich, heute Abend zum ersten Mal zocken. Mal schauen, ob ich am Start bin. Also wie gesagt, Barisch wollte. Tati kann nicht, weil der ist gestern und heute komplett weg. Ich glaube, zu viele Schmerzen. So ein paar wollten auch, dass ich das streame, aber meine Technik reicht dafür leider nicht aus. Wir haben zu viele Probleme da. Internetverbindung, Lag. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich einen gescheiten Gaming-PC oder sowas habe, aber nicht da auf meinem Mac da. Wo ist Barisch, fragen sich welche? Ja, der kümmert sich um unsere Bitcoin. Hat heute gesagt, dass er seine Steuern macht oder zumindest was für die Steuern testet. Irgendwas damit alle Trades, damit man alle Trades sammeln kann und listen kann, damit man das überschaubar dem Steuerberater dann zuschicken kann und so weiter. Also schon eine Drecksarbeit und wir können froh sein, dass er sich darum kümmert. Das auf jeden Fall. Aber er meint, er wäre heute eigentlich auch am Start gewesen, bereit dazu gewesen, aber Tati hat halt abgesagt. Und er meinte, er kann noch morgen, also Barisch seht ihr wahrscheinlich auch demnächst mal wieder öfters. Sonntag wieder kochen bei Chong. Also Chong seht ihr demnächst wahrscheinlich auch öfters mal. Wie gesagt, Coco Box haben wir die Woche, also ich habe den wieder geschrieben und ich habe den einen echt emotionalen Text gepresst. Und als Antwort kam dann, oh, freut uns, sehr, sehr schöne, nette Worte. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir die gehört haben. Lasst uns weiter so intensiv zusammenarbeiten. Also demnächst wieder Kogo. Gönnt euch, super saftig der Code. Unterstützt uns. Tati freut sich darüber. Und die Dinger schmecken halt richtig geil. Apple Pie Cluster. Boah. Apple Pie Cluster. Und demnächst dann vielleicht auch noch natürlich ein Kochstream mit den Kogo-Sachen. Je nachdem, was ich einkaufe, aber wie gesagt, deswegen wollte ich eigentlich, dass Tati das übernimmt. Aber ich frage ihn dann nochmal. Vielleicht fühlt er sich ja dann besser. Okay, ich musste euch nochmal einschalten, weil es gab noch saftige Hähnchenkeulen. Ich habe gerade schon eine gegessen. Boah, die sind so saftig, das müsst ihr nochmal sehen. Jo, das war's von mir, Leute. Ich schneide jetzt noch schnell das Video, muss ein paar Sachen erledigen und dann zocke ich vielleicht mit den Jungs und Mädels Among Us. Wenn ja, dann seht ihr das oder zumindest ein paar Highlights im Daily Vlog morgen. Und vielleicht treffen wir uns morgen wieder mit den Jungs, je nachdem, wie es denen so geht. Ob es Tati besser geht und ob Barisch endlich die Finanzen gecheckt hat. Das war's von mir, Leute. Gebt gerne ein Like, einen Kommentar, ein Abo, checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Vergesst nicht, serious business.